So, hallo, wir machen weiter. Beim Super Mario Maker. Ich habe jetzt beliebt mal aktualisiert auf diese Woche. Und wir gucken mal, was da so ein bisschen los ist. Ein Speedrun, der in 14 Sekunden zu spielen ist. Naja. Ist aber ein 20 Sekunden Speedrun. Aber dann ist das wahrscheinlich wieder so ein einfaches Ding. Achso, okay, ich muss tatsächlich auch wieder aktiv werden. Mensch, ich dachte, mir wird alles geschenkt. Ja gut. Bisher war es ja so aufgebaut, dass ich nichts tun musste. Toll. Ganz toll. Super. Bin ja schon fast begeistert. Boss Battle. 2 Minuten braucht man, also scheint er recht lang zu sein, der Kampf, aber anscheinend nicht schwer. Bei fast 50% Erfolgsquote. Mal gucken, vielleicht ist es ja cool gemacht. Aua. Achso, haben wir schon. Ups. Ja, habt ihr das gehört? Ich habe gerade ein bisschen was umgeworfen. Okay. Ups, den habe ich nicht gesehen. Das war ja schlecht. Aber ja, coole Idee. Coole Idee für Bosskämpfe. Kann man machen. Ich sehe schon, da oben sind die Power. Ah ja, jetzt. Ah, ich habe nur einen erwischt. Schade. Ach, ich dachte, ich kann den erwischen. Ich war jetzt absichtlich, ich wollte da reinspringen. Aber hat nicht ganz funktioniert, wie ich wollte. Oh boy, oh boy! Wo sind die denn? Ach, da! Ach, Mist! War die da richtig schlecht jetzt. Okay, einen habe ich erwischt, einen muss ich noch erwischen. Komme ich da nicht irgendwie mit Wandsprung? Nee. Keine Chance. Oh boy! Okay, jetzt aber. Nice. Lel. Lel? Ah. Wenn wir es schon finden, holen wir uns auch das Leben, auch wenn es keinem was nützt, weil wir keinen Endlosmodus spielen. Aber hat doch funktioniert. So. Ja, das kann man. Das kann man. Das war schön. Das kann man so anbieten.
Auto, nee. Luigi's Mansion, nee. Get Alive 3D, das können wir machen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt alle Teile gespielt haben. Wahrscheinlich haben wir jetzt ein paar ausgelassen. Aber das ist immer ganz lustig gewesen. Jetzt in 3D. Okay, da komme ich nicht hoch. Haben einige probiert, offensichtlich. Ja, ja. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Da kommen wir auch nicht ran. Da kommen wir auch nicht ran. Logischerweise. Und wenn ich jetzt... Moment, was passiert jetzt? Habe ich gar nicht wahrgenommen, dass das so ein Viech ist. Ja, das ist eine andere Röhre, das ist klar. Und dann zieht mich das zurück. Okay, wir probieren es aus. Was passiert, wenn ich darüber gehe? Natürlich. Also schon, die Art von Level, diese Art von Comedy mag ich. Die ist lustig. Das ist cool gemacht. Ja, natürlich. Ach, es ist schön. Es ist wirklich cool gemacht. Großer Fan. Oh no. Ah, es ist cool. Ja. Immerhin killt er sich selber für den Frevel, den er hier an. Oh mein Gott. Oh, ich dachte, ich sterbe. Ja, und jetzt fährt das Leben weg. Keine Chance. Okay, was passiert? Ah, da fällt was runter. Komm ich wirklich nicht ran durch den, ne? Ah, schon sick. Na klar. Na klar. Nee, keine Chance. Okay. Was war das denn? Jetzt bräuchte ich nur den Hammer. Haben wir nicht. Hammer nicht, ja. Hammer nicht. Wie, okay, wie kann ich jetzt dieses Leben hier verpassen? Was passiert denn damit? Ach so. Dieses kann ich nicht mehr verpassen. Aber ich wette, ich kann auch irgendwie... Hä? Okay. Bruder. Das war interessant. Okay. Das heißt, diesmal bekommt man das Leben ziemlich offensichtlich. Auch cool. Ah, ich mag dieses Level. Also dieses Level-Design von dem Typen. Das ist lustig gebaut. Es ist halt einmal lustig, ne? Kein zweites Mal, aber es hat was. Ach, geht wir weg mit Speedruns. Thinking Fast klingt schon wieder eher spannender. Let's go. Ach so, okay, ich muss... Der wird mir immer den On-Off umstellen. Ah, ich verstehe. Okay.
Okay. Okay, bisher geht das aber voll klar. Sollte es nicht verschreien. Sollte es nicht verschreien. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, das wird knapp, aber okay, hätte man auch nicht geschafft wahrscheinlich. Cool. Schön. Mag ich. Cooles Level. Cooles Level. Kurz, aber schön. Tetris-Theme. Goal when dead. Goal as soon as you die. Hä? Was willst du von mir? Achso, ich kann nicht sterben. Ah, okay. Ach so, ich jetzt verstehe ich das. Der hat den Checkpoint über das Ziel gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt sterben sollte. Wenn ich jetzt sterben sollte, dann hätte ich gewonnen. Das ist wie mit dem One-Up, nur ich kann es nicht sterben. Da will man einmal sterben und dann kann man es nicht. Das ist schon frech. Ja, und bis der Stern ausläuft, ist der P-Switch wieder aktiviert. Natürlich. Natürlich. Okay, und der wird wahrscheinlich schneller fallen, als wir ihn berühren können. Ja, oder so. Es war so klar. Ah. Ja, der kommt nicht durch. Bin gespannt, wann wir... Okay, theoretisch... Ah, okay, hier muss ich jetzt sterben können. Oh. Hä? Wieso bin ich jetzt am Leben gestorben? Was? Okay. Ist irgendwas dahinter an dem Leben oder was? Auch interessant. Okay. Hatte was. Hatte was, das Level. Ist das von dem gleichen Typen? Nee. Nee, ist schon anderer. Haben nur alle so eine Mütze auf. Deadly Platforms. Okay, let's go. 13,74% klingt doch nach einem angenehmen Level. Nicht zu einfach, aber auch nicht zu schwer. Ein- oder zweimal sterben und dann sollte das passen. Jupp, da ist der erste Tod. Oder ist das Ziel drüben auch schon? Ja, oder noch nicht? Mama! Ah! Das hat er voll von Chosen geklaut. Eie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 
Da ist die Lücke. Da ist die Röhre. Okay. Münzen interessieren mich gerade nicht. Nice. Sehr schön. Das war auch cool. Weltrekord ist doppelt so schnell, aber wir müssen es ja nicht übertreiben. Mostly ghostly, auto-switch Menschen. Nee, sowas brauchen wir nicht. Menschen of many illu. Okay, Illusions klingt schon wieder interessant. 5 Sekunden? Was? Wie kann man das in 5 Sekunden abschließen? Wie kann man dieses Level in 5 Sekunden abschließen? Was hat der denn rausgefunden? Also müssen wir mal gucken, wie das Level aufhört. Vielleicht finden wir dann raus, was der Typ gemacht hat. Das ist doch bestimmt nicht der gleiche Raum. Ach so. Alles klar. Okay. Das ist passiert. Okay. Willst du einfach warten, oder was? Die Stelle habe ich irgendwie nicht verstanden, aber ist okay. Wait, what? Hey, was hätte ich tun sollen? Den ich. Hä? Wo? Das Ziel war irgendwie da versteckt. Was? Das heißt, man kann es irgendwie hier schon triggern, das Ziel, oder was? Aber wie hat er das getriggert nach 5 Sekunden, das Ziel? Auch eine von vielen Illusionen anscheinend. Das muss irgendein...
Da muss irgendjemand was ungünstig gebaut haben, sodass das Ziel irgendwie damit reinfährt. Anders lässt sich das ja nicht erklären. Ich muss jetzt nochmal hinspielen, weil jetzt habe ich nicht verstanden, was da passiert ist. Das habe ich einfach nicht verstanden. So. Beim ersten Mal ist hier kein so Fragezeichen. Da ist ein ganz anderer Raum. Das ist... Hä? Aber ich komme doch bei dem... Also auf irgendeine Art und Weise verändere ich den Verlauf des Levels. Sei es durch P-Switch-Aktivierung oder keine Ahnung durch was. Und hier sterbe ich jetzt also unweigerlich. Das ist... Und jetzt hat sich irgendwas verändert. Jetzt bin ich woanders. Das ist zwar der Midway Point, ne? Aber plötzlich ist hier jetzt ein Fragezeichen. Und plötzlich ist hier jetzt das Ziel. Und diese Fahne ist wahrscheinlich irgendwie anders schon auszulösen, wenn der das in 5 Sekunden hinkriegt, der Kollege da. Ich hab keine Ahnung, was der gemacht hat. 5 Sekunden, was ist denn bis dahin passiert? 1, 2, 3, 4, 5. Da kommt man noch nicht mal durch die Tür. Das muss also hier vorne in dem Raum passieren. Was hat der festgestellt? Der muss hier vorne irgendwie das Level abgeschlossen haben, aber wie? Hier am Boden ist nichts. Wie kann der an die Fahne rangehen? Was hat der gemacht? Hier ist aber auch nichts. Wie sind diese 5 Sekunden möglich? Das wäre jetzt gerade das Rätsel, was ich lösen wollen würde. Ich komme vor den 5 Sekunden auf keinen Fall durch die Tür. 1, 2, 3, 4, 5. Nee, also das kann eigentlich nur in dem Raum hier sein. Aber da muss irgendwie da oben die Fahne reinhängen. Das muss der irgendwie so komisch gebaut haben, dass da irgendwie die Fahne reinhängt. Aber keine Ahnung wo. Da oben ist irgendwas, wo ich mir den Kopf anstoße und hier ist es nicht. Wahrscheinlich ist das ein Teil von der Fahne, nur dass ich da irgendwie... Da ist irgendwas ist da oben. Ne? Wie hört's ja? Ah, keine Ahnung. Irgendwie kann man anscheinend die Fahne da auslösen. Ich weiß es nicht. Witzig. Gut, das haben wir schon gespielt. Ach, noch ein Deadly Platforms. Ne, haben wir jetzt schon gespielt. Ist okay. Which Enemy Died Part 2. Und dann ein Minigame Remix. Das gucken wir uns beides noch an. Welcher Gegner ist gestorben?
Was? What? Hä? Ja, das sehe ich doch gar nicht, was das da ist. Ach so! Beim ersten hatten... Ah, okay. Das erste war ein Tutorial. Ja, jetzt hab ich's verstanden. Das war ein Spiny. Dings und Pflanze. Beetle und Pflanze. Wollte ich sagen. Safe. Goomba und Galumba. Oder wie die Viecher heißen. War auf jeden Fall ein grüner Koopa dabei. Roter Koopa, Dings und auf jeden Fall Goomba war dabei. Final. Ganz viel. Was? Ach, das war dann der. Ich wollte gerade sagen. Hä? Wir verarschen hier. Schöne Idee. Witzige Idee auch. So, Minigame Remix. Let's go. Da bin ich jetzt gespannt, was wir hier haben. Hoffentlich ein paar coole Sachen. Catch. Nice. Shoot. Ah, verstanden. Safe. Timing. Timing mal 4. Oh, das war ja einfach. Ran. Oh, das war ja blöd. Ich glaube, ich brauche die nicht. Das war ja auch schlecht. Was mache ich denn? Oh Gott, was? Okay. Safe. Final. Wirklich. Oh! Think. Fast. Sag ich doch. Wow, da musste ich aber richtig... Mensch, da muss ich aber jetzt richtig schnell denken. Ach so, geht noch weiter. Ich dachte schon. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Da muss ich nicht schnell denken. Ich sehe ja, was passieren wird. Ach so. Dass sie jedes Mal am Ende dann sowas bauen, wo man nicht schaffen kann und denkt,
man ist doof. Und dann denkt man, und dann stellt man fest, ach so, man ist nicht doof, das war so gedacht. Das ist eigentlich ganz, ganz, ganz cool. Eieiei. So. Mal was Kurzes. Was aber auch interessant ist. Frozen Waterfall, ey. Da klingt aber nur der Name cool. Irgendeine Musik. Ist das ein Musiklevel oder was ist das hier? Was ist das? Kann's nicht lesen. Ich kann's nicht lesen, ich weiß es nicht. Aber es geht 2 Minuten. Was? Ich fass es nicht. Ah, schade. 10 würden noch fehlen. Aber kommen auch noch mehr anscheinend. Ja, gut, aber haben wir es jetzt ja schon zusammen. Ja gut. Sind schon alle tot. Okay. Aber ich muss halt eh immer den Timer abwarten. Na, hier drüben der Timer. Mehr kann ich halt eh nicht machen. Feine. Null. Kommen wir noch auf 1000? Wahrscheinlich nicht. Ja, auf 1000 kommen wir nicht mehr. Schade. Was zur... Was passiert hier? Mein Gott. Oh mein Gott. Das ist unfassbar. Okay. Das war zwar nicht kurz, aber es war interessant. Ich hätte trotzdem gerne einfach irgendwas Musik... Levelartiges am Schluss. Wie viele Don't Follow Coins Level gibt es denn? Holy moly. Ein Dragon Ball Ending. Ja, let's go. Keine Ahnung, was für eins. Wir hören einfach mal rein. Mal gucken, ob ich es hinkriege, ob ich es kenne. War jedenfalls Muten Roshi abgebildet. Ja, ich kenn's schon. Ja.
Achso, war gar nicht für mich. So, was habe ich jetzt davon? Also vom Schlüssel meine ich. Nein! Der hat mich automatisch. Nein! Der hat mich automatisch in die Röhre geschickt. Ich konnte gar nicht so schnell reagieren, da war ich schon in der Röhre. Schade. Ich wüsste gern, was der Schlüssel gebracht hätte, aber wenn ich denn die Röhre gedrückt werde, dann halt nicht. Na gut. Denke, an der Stelle schließen wir dann ab. Pokémon-Themen, das wäre nochmal Musik, aber... Pokémon-Themen ist jetzt auch nichts, was ich unbedingt nochmal hören möchte. Evolution of Games Music. Okay, das gucken wir uns noch an. Video Games, you can see the date of the music. Enjoy. Was hat er denn hier gemacht? 84:15. Hä? Ah. Das ist eine coole Idee. Wir hatten Tetris, wir hatten, ich glaube, Metroid. Zelda. Galaxy. Das kannte ich jetzt nicht. War das wahrscheinlich dann Splatoon oder so? Ah ja. Warum dann nochmal ein Midway Point extra ist, weiß ich jetzt auch nicht. Kann man aber machen. Oh, man hätte die Wolken darunter laufen können. Seht ihr das? Haben wir nicht gemacht. Na gut. Ah, das war doch ein schönes Musiklevel zum Abschluss. Ganz interessant auch, auf jeden Fall. War ganz interessant gemacht, ja. Kann man schon so sagen. Megalovania, the real battle. Na gut, belassen wir es dabei. Das soll erstmal wieder die Aufnahmesession für Mario Maker Kart gewesen sein. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.